Danny ist ja der Erschossene. Also der im Leichensack, ne? Da hieß er Danny. Bowen hätte Danny nie wegen einem Scar gekillt. Nicht wahr? Was? Nein. Abby. Nicht. Ich bin morgen früh zurück. Solange musst du mich decken. Isaac macht dich zur Sau. Dick. Nicht vor dem Angriff. Er braucht mich schließlich. Wenn Owen da draußen ist, wie willst du ihn bitte finden? Ich weiß, wo er ist. Oh oh. Drei Jahre zuvor. Ich bring dich um. Was? Ich mein's ernst, hör auf! Okay. Warum kommst du nicht rüber und genießt die Aussicht mit mir? Klasse. Der Hammer. Ach. Komm schon. Sind wir echt hier raufgekommen, nur damit du dann auf den letzten Metern doch noch kneifst? Ja. Ja, es hieß nur, ich soll hier rauf, also. Okay, hier ist der Plan. Du schiebst deinen Arsch hier rüber, setzt dich auf den Rand oder du gehst hier auf den Kindersitz und genießt die Aussicht. Wir haben doch Training. Wirklich? Wir können also nicht ein einziges Mal schwänzen? Nein. Willst du drüber reden? Es ist schon spät. Ja. Okay. Nein! Mach das nicht! Es ist zu hoch! Oh mein Gott. Weißt du, ich kann so einfach nicht mehr weitermachen, Abby. Owen, ich mein's ernst. Ich mach Schluss mit dir. Owen! Ich liebe dich, Abby! Nicht! Owen! Ich liebe dich, Abby? Also waren die schon mal zusammen? Oh mein Gott. Oder da? Also vor drei Jahren. Bevor er die Mel bumste. War ja. Ach so, muss ich jetzt springen? Ich bin hier, du Arschloch. Du bist gesprungen und ich hab's verpasst? Ich dachte, du ertrinkst. Und du wolltest mich retten? Nein. Ich wollte nur sicher gehen, dass du ertrinkst. Ich hab da was ziemlich Krasses gefunden. Was? Du wirst mir wohl folgen müssen, um es zu sehen. Als Romantik-Kit? Oh, wir müssen zurück. Keine Sorge. Erst musst du das sehen. Ja, dann zeig mal. Ich kann auch tauchen. Was wollen die denn tun? Einen Haufen Fireflies verjagen, die sonst nirgends hin können? Vielleicht. Ich will's nicht rausfinden. Komm einfach und sieh dir das an. Tief Luft holen. Was ist denn jetzt? Hä, was ist er jetzt hingesprungen? Ach, hier drin oder was? Ah ja, Aquarium. Was ist das hier? Ich weiß nicht. Wollen wir weiter? Scheiße, ja.
Da war das Aquarium noch funktionstüchtig. Da waren sie noch alle in ihren Aquarien. Naja, wir werden noch sehen, was da passiert ist. Auf jeden Fall sind die Beine zusammen anscheinend, ja. Oder zwischen den Knistern, aber er hat gesagt, oh, was mit, ich liebe dich. Also würde ich mal vermuten. Was für ein Ort. Das ist zusammen. Das ist bestimmt einer von diesen Zoos. Bloß für Fische. Klappe. Sieh dir das Jungtier an. Ich habe neulich eine Robbe gesehen. Sie hatte überall Punkte. Die haben keine Punkte. Sie sind braun. Das sind Seelöwen. Nein. Nein, du hast keine Ahnung. Ich weiß, was ich gesehen habe. Mit meinen Augen. Ja, und nun? Ich muss mal kurz pupsen. Mal weiter, oder? Ja. Warum schrecken die immer alle zurück? Komm, wo müssen wir jetzt hin? Hier hoch, oder was? Ah ja. Hilf mir mal damit. Der hat auf jeden Fall noch schlankere Arme. Also die muss, in den 3 Jahren sehr viel Sport getrieben haben. Er hat sie ja auch. Einer nur. Da sind noch was nicht. Was ist das hier? Bright. Na, das ist eindeutig eine Art Theater. Bloß für die Fische. Toll. Bist du jetzt ein Hahn? Was? Ich bin ein Wolf. Das ist mein Geheul. Du bist ein Spinner. Glaubst du, das Segelboot gehörte zur Show? Nee, sieht aus, als hätte es jemand zu einer Art Dock umgebaut. Willst du es dir ansehen? Ja, mit dir zusammen. Ein Schnuckerchen. Hau doch nicht gleich ab. Das ist wie Kirillen. In der Kajüte. Kommt mir bekannt vor. Ach nee, das war ja noch mit Elbi. Hier sind Kindersachen. Bestimmt war eine Familie hier. Sieh dir die Zeichnung an. Was wohl aus ihnen geworden ist. Vielleicht gingen sie zu den Wolves. Ja, oder wurden von Scars getötet. Was für ein Optimist. Also, Mutter, Vater, 2 Söhne, glaube ich, und ein Hund. Was ist das da, das Rote? Ach, das ist ein Mädchen, oder? Hier auch. Und ein König. Ariel. So, und nun? Also, ja. Kindersachen. Ja, dann. Okay, genug von diesem Boot. Was, das war schon? Na, Lust auf den restlichen Fischzoo? Ja, lass uns mal hier fahren. Noch mehr zu sehen? Na klar. Auf geht's. Ja, denn da. Spring rein. So, hier lang. Was steht da denn jetzt hier? Ich dachte, der will mich irgendwo hinführen. Hinfühlen. Irin, ja? Sicher? Meinst du, du kommst da durch? Hilf mir da hoch. Ja. Scheiße, gar nicht übel. Hab gestern 180 Pfund gestemmt. Ja, klar.
Also, wir sehen uns schnell mal um und dann... kehren wir zurück. Aha. Drück nie hier nicht, wenn ich auf Dreieck drück. Das noch gar nicht. Das ist noch anfällig zu bleiben. Träum weiter. Wasser. Gibt's hier Fische? Nee, Bären. Ob die wohl mit dem Meer verbunden sind? Wir sind verbunden. So. Oha. Oh mein Gott. Wow. Sieht man nicht jeden Tag. Voll schön. Großer Pottwal. In Lebensgröße. Oh. Wie dick ist das Glas? Fünf Weiber beim Ausflug. Was für ein Trip. Pennys Junggesellenparty. Eine Junggesellinnenparty. 2013. What a trip. Was? Da ist ein Aquarium am Boden. Ui. Kannst du dir vorstellen, was hier mal los war? Lachende Kinder, die rumlaufen. Eine andere Welt, was? Die können ja gerne Kinder produzieren, denn lachen sie hier immer. Ich beanspruche diesen Ort. Er gehört mir. Okay. Besuchen erlaubt. Oh, bist du sicher? Nicht so ganz. Ich werde abwarten, wie nett du zu mir bist. Du bist ein Arsch. Kein guter Start. Ach, okay. Gibt es hier noch so? Oh, Kelle. Wow. Kinder, wenn ihr das findet, will ich, dass ihr wisst, dass ich euch nichts vorwerfe. Die Seraphiten verkaufen sich gut. Ich verstehe, warum ihr dachtet, ihr hättet es bei ihnen besser. Im Boot ist etwas zu essen und Wasser. Nehmt es und verlasst diesen Ort. Ich weiß, dass ich euch zu sehr kontrollieren wollte. Ich wollte unbedingt, dass ihr beide sicher seid. Ich hoffe, ihr versteht das. Ich konnte kein Antibiotika finden. Ihr solltet beide wissen, dass ich euch liebe. Ricky, pass weiter auf Max auf. Das schuldest du ihm. Dad. Okay. Ricky und Max. Warte mal, ich mach hier nochmal. Max Place. Versperrt. Ist versperrt. Bitte finden Sie einen anderen Weg. Meinst du, das ist die Familie vom Boot? Würde ich sagen, ja. Ah, die. Das sind die Besitzer. Blick mal ganz. Ganz so mein. Hey Owen, keine Punkte. Sieh mal. Tja, ich habe auch keine aus Bronze gesehen, also. Meinem Dad würde es ihr gefallen. Ja, er wäre ganz aus dem Häuschen. Ja. Wir müssen mit den anderen zurückkommen. Gute Idee, damit sie auch die Regeln brechen. Ist es das nicht wert? Warte ab, wie viel Ärger wir nachher dafür bekommen. Dir gefällt's doch. Sei doch still. Also, wie wär's mit Owen, du hattest recht. Danke, dass du mich an diesen wunderschönen Ort gebracht hast. Ich überleg's mir. Reicht fürs Erste. Stingray Bay Coffee. Los, lass mal einen Kaffee trinken jetzt hier, Baby. Oha. War doch gerade was. Oh. Oh Gott. Kann man nicht lesen, was er in der Hand hat? Ist ja doof.
Hier ist ein Familienfoto. Hier sind die Kinderbetten, würde ich meinen. Der eine mehr auf Skating und der andere, die andere, weiß ich jetzt nicht, hat mehr gemalt, so Fische und Bilder und bunte Bilder gelesen. Scheint mir aber mehr ein Mädchen zu sein oder ein kleinerer Junge. Warte mal, ich muss mal gucken. Sieht man hier auch so wenig? Doch, ich glaube, das ist das Mädchen da unten. Ist doch ein Mädchen, ne? Könnte ein Mädchen sein, ja. Hier ist Farbe. Oh. Na. Hä? Ach, hier ist auch noch was. Warum wird mir hier was angezeigt, obwohl hier nichts ist? Verstehe ich nicht. Ach! Ach! Jetzt auf einmal, oder wie? Ob ich jetzt zur Seite oder vor dem stehe? Das wohl unser Kapitän ist? Shit. Dad, ich bringe Max von hier weg. Er kann nicht sein ganzes Leben lang in diesem verrotteten Gebäude eingesperrt sein. Hier wird er nur deine Schwächen annehmen. Als die Soldaten Mama umgebracht haben, hast du nur zugesehen wie ein Feigling. Was für ein Vorbild bist du. Du hättest wütend werden sollen. Du hättest ihnen Schmerzen zufügen sollen, sie rächen sollen. Ich will, dass Max sieht, wie es ist, wenn Leute sich für das einsetzen, was sie wollen. Wenn sie bereit sind, etwas aus ihrem Leben zu machen. Die Welt ist schlecht. Es liegt an uns, das zu ändern. Nur in der Schwäche finden wir wahre Stärke. Vielleicht kommen wir eines Tages zurück. Falls ja, hoffe ich, dass du nicht immer noch nur auf deinen blöden Stuhl herumsitzt. Oh. Seine Kinder haben sich den Skars angeschlossen. Scheiße. Hm. Tja, das Gute ist, wir haben die Schlüssel. Was ist los mit dir? Er ist ein Skelett, er braucht sie nicht mehr. Ich verstehe es einfach nicht. Wieso schließt man sich freiwillig den Skars an? Wieso nicht? Weil dieser Kult wahnsinnig ist. Deswegen. In den Quarantänezonen gelten die Fireflies als Terroristen. Fanatiker. Wir waren naiv, aber wir waren nicht fanatisch. Wir haben Kontrollpunkte gesprengt und Soldaten ermordet. Das ist nicht dasselbe. Ich sag ja nur... Sag solches Zeug ja nicht im Stadion, okay? Okay, schon gut, schon gut. Es ehrt dich, dass du deinen Vater... Was meinst du, wie spät es ist? Ich weiß es nicht. Wir haben Zeit. Es ehrt dich, dass du deinen Vater respektierst, aber du musst verstehen, dass er dich nur kontrollieren will. Er will, dass du dich weiterhin wie ein Kind fühlst, weil er zu viel Angst davor hat, wie ein Mann zu handeln. Du verdienst es, in einer Gemeinschaft zu leben, die starke Charaktere wie dich unterstützen kann. Und Max, erst recht. Er ist noch so beeinflussbar. Wenn dir etwas an deinem Bruder liegt, solltest du mit ihm fortgehen, bevor er die Schwächen deines Vaters übernimmt. Wir kommen in 5 Tagen wieder an eurem Aquarium vorbei. Wenn ihr mit uns kommen möchtet, stellt eine brennende Fackel am Steg auf. Wir landen dann in der Nähe an. Sie führe dich. Also die Kinder konnten nicht ausstehen, wie der Vater nur noch da rumsaß und rumgammelte. Ich denke mal, der hat Depression gehabt, weil seine Frau halt umgebracht worden ist. Und die Kinder können damit ja nicht umgehen. Wieder hoch, ne? Und sind dann abgehauen, weil sie keinen Bock mehr auch darauf hatten. Die wollten... was anderes. Und haben sich dann das Gas angeschlossen. Die was auf dem Kasten hatten, sag ich mal. Naja, Kinder sind halt naiv, was willst du machen? So, können wir jetzt hier rein? Probierst du die Schlüssel? Oh ja. Den hier? Nee. Wie wär's mit... Geschafft! Max Zimmer. Das Malen muss ewig gedauert haben. Oh.
Das Weite Meer Ausstellung. Sind Fahrstühle, okay. Ja, hat er schon gut gemalt. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob Max jetzt nur ein Junge oder ein Mädchen ist. Max ist halt ein Junge und ein Mädchenname. Max. Nur ein Jungsname. Aber Max halt, oder? Ist halt so das Problem. Sag bloß nicht, du willst da runter. Komm schon. Owen. Ist doch nicht weit, so eine Leiter. Das war's dann. Versprochen. Das war's dann. Einfach nicht runterschauen. Geh schon. Na wenn, dann lande ich ja auf deinen Kopf. Geht doch. Huckepack. Die an. Würde den Jungen gern kennenlernen. Hä? Ich meine, so, hier ist ein Scar. Hast du vielleicht? Scheiße, hoffentlich nicht. Oh. Wow. Komm hier rein. Ja, na woanders kann ich gar nicht durch. Wow. Siehst du das? Sie sind wirklich gepunktet. Ja, ja. No. Ossi! Hier ist der perfekte Ort zum Wasser lassen. Geht es dir zu schnell? Nein. Ist es das? Es ist das, oder? Du findest mich abstoßend. Nee, sie ist Jungfrau. Komm schon, Abs. Es tut mir leid. Hey, sag das nicht. Red mit mir. Ich bin nicht so eine. Ich weiß, alle Spuren sind kalt. Aber Joel ist immer noch da draußen, weißt du? Ich weiß. Was soll ich tun? Gehen wir zurück. Wir können weiter trainieren. Geh schon mal vor. Was ist mit dir? Ich werde noch eine Weile bei den Robben bleiben. Ich find's blöd, dass er sie betrogen hat. Vor allen Dingen die Mel, die sieht aus wie so ein... Es tut mir leid. Sorry, aber... Ich sagte doch schon. Sag das nicht. Ist er betrübt? Oh, ich konnte keinen wegstecken. Muss ich gleich mal mit Mel fremd gehen? Was, wenn Owen woanders ist? Er ist dort. Gehen wir vom Dach runter, bevor uns jemand sieht. Danny getötet hat. Scheiß auf Danny. Schade, dass Owen ihn vor mir erwischt hat. Wow, Abby.
Wieso hat hier so einen Hass auf Danny? Ich verstehe das nicht ganz. Ich weiß auch nicht, warum sie so... Ich verstehe nicht. Ich wäre so... Keine Ahnung. Man hat ja gesehen, was die für eine schöne Zeit hatten. Die waren zusammen. Die waren in dem Aquarium, hatten eine schöne Zeit. Aquarium, bla bla bla. Gut, Abby will unbedingt Joel finden und so. Willst du gesehen werden? Komm schon. Ach, das ist die Scars. So. Nee, warte mal. Ich will was meinen Zuschauern erklären. Erzählen, wie auch immer. Jedenfalls können sie mir die Chance... Das habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Warte mal. Joel. Genau, sie will Joel finden. So. Deswegen gibt es doch keinen Grund, bloß weil er mit ihr da Kind wegstecken konnte, ihr fremd zu gehen. Mit der Mel, die aussieht wie so ein naives Kind. Sorry, also. Das wäre ja nicht nötig. Ja, und da verstehe ich nicht, warum die über noch so krass auf. Es ist echt nett, dass du mir hilfst, mich wegzuschleichen. Owen da so. Oder auf die Mel. Zum Aquarium kommt. Auf dem Highway? Geht nicht. Zu viele Patrouillen. Sie würden mich sehen. Improvisiere. Das Aquarium ist westlich von hier. Ich folge einfach der Sonne. Ich begleite dich. Ich weiß, was ich tue. Es sind zu viele Scars in der Gegend. Manny, bitte. Na gut. Wie du willst. Also ich wäre total sauer auf Owen und auf Mel. Keine Ahnung. Ich dachte, er hat die Hicks. Ja, aber hier gibt es noch viel zu Loot, mein Freund. Ne? Also, was sein muss, muss schon sein. Ich habe 25 Zusätze. Okay, ja, machen wir mal gleich. Eine Ausbeute. So, davon haben wir alles. Jetzt natürlich. So, ich muss, halt. Ja. Wir haben ja. Okay. Messer und Verdien. Rezeptmesser freigeschaltet. Können wir eins frisch. Oh, dann kann sie auch besser. Schneller, sag ich mal, Leute von hinten ergreifen. Dann geht das ein bisschen schneller als dieses Genickbrechen. Hey. Danke. Hierfür? Ja. Alles andere. Ja? Du bist ein guter Freund. Ha, komm schon, Nels. Du weißt, ich hab's nicht so mit Gefühl. Ja, das hat mit Gefühle zu tun. Das ist halt nur ein netter Freund. Zumindest sagt sie das. Oder ist ein Verräter? Also da muss man mit allen rechnen hier. Sieht gut aus. Na los. Ah, da ist doch Stacheldraht, oder? Nee, doch nicht. Okay. Wünsch mir Glück. Wenn du ihn findest, schlag ihn nicht zu fest. Ich geb mir Mühe. Im Ernst. Pass gut auf dich auf. Bis dann. Okay, sie geht alleine. Okay. Okay. Richtung Sonnenuntergang. Hier kommt er eigentlich nicht mit. Wir gehen einfach erstmal hier rein. Luti machen. Wie immer.
Hier war doch gerade ein Dreieck. Ach nee, wartet. Gut. Dann hier in dem Laden mal rein. Okay. Okay, hier kommen wir nicht rein. Warte mal. Okay. Oh nee. Toll. Oh, bin ich gut. Stinkt hier so. Leichen? Da ist noch was. Ah. Urban Warrior. Stadtkrieger, Nahkampftraining für Zivilisten. Neuer Verbesserungszweig, Nahkampf. Aber ich bin noch zu arm. Ah, ich hab nur 5 Pillen. Hier ist noch ein Zettel. Außer hier so ein Typ hier, so ein Scar. Meine Freunde, vergibt mir, ich habe euch enttäuscht. Ich bin vor einem Trupp Wolfs geflohen und dabei auf eine Gruppe Dämonen gestoßen. Sie haben mich überrumpelt. Wenn mir unsere Prophetin gnädig ist, werde ich sterben, bevor die Verderbtheit einsetzt und ich die Kontrolle über meine Sinne verliere. Jetzt sehe ich deutlicher als je zuvor die Rechtschaffenheit unseres Weges und die Schlechtigkeit der Wolfs. Ich werde glücklich sterben, mit der Gewissheit, dass ich eine kleine Rolle bei der Wiederherstellung der Reinheit unserer Spezies in der Welt gespielt habe. Solltet ihr mich finden, verbrennt mich und sprecht ihre Worte über meine Überresten. Henri oder Henry. Henry. Tja, nein, du kannst ja verrotten. Ho, 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 ho. Hat die Hipsel zu looten in diesem japanischen Haus? Oh, oder nicht? Warte mal. Ah, ich muss hier rum. Na klar, war mal wieder klar. Hier ist auch ein Stück gut. Wo muss ich jetzt aber hin? Ach so, ja, jetzt liegt's so. Ja, ist was. Ich glaube, was ihr hört. Oh, cool. North Dakota. Oh, nicht. Ich sehe nichts. Oh. Erschrocken.
Hey, was war das gerade? Ich dachte, ihr geht zurück. Was muss ich denn da machen? Ich hab da halt drückt, was es gibt. Ja, besser als Medikit. Hä? Achso, ich muss. Lebt der aber noch. Das fängt ja gut an. Ja, echt. Ey, ich dachte jetzt, hä, was muss ich denn da machen? Naja, ich muss einfach nur nach hinten. Ich dachte, er kann einen Messerangriff oder sowas machen. Schließlich haben wir ja die Verbesserung. Aber nein. Ich denke wieder zu weit. So, Schwammseife, bla bla bla. Schallwerfer brauche ich. Dampfdingsbums, Werfer brauche ich. Ach, Werfer, Mann, wie heißen die? Schalldämpfer, ja, das habe ich. Wir haben jetzt 28. 28. Da müssen wir jetzt gleich hin. Da. Jetzt habe ich 30. Atem anhalten. Drück beim Zielen L3, um den Atem anzuhalten und ruhiger zu zielen. Okay. Meishi Guide You. Ja, direkt in einen Abgrund. Diese Freaks stehen schon vor der Tür. Meishi Guide You, Meishi. Ich glaube, das heißt, die kriegen bei meinem Guide You. Erstmal hier rein. Ja, Mai, sie kriegt dich. Warte mal, guide you. Werden wir ja gleich sehen. Hallo, ich hab gerade gedrückt. Was heißt denn das jetzt hier nun? Sie führe dich. Ach so. May she guide you. Sie führe dich. Wer soll das sein? Anführen der Gas oder was? Was war das denn gerade? Ich dachte, der wäre echt.